Und dann und herzlich willkommen, zu einem neuen Let's Play Super Mario Advance. Super Mario. Super Mario 2. Neuer Spielstand. Wie die jetzt hieß, wusste ich jetzt nicht. Und dann machen wir direkt mal mit Mario. Mit Musik. Von dem Originalspiel. Das ist ja auch ein Originalspiel hier von Super Mario 2. Ich würde auch gerne Produkthinweis hinterlassen, wo man sich das alles holen kann, wenn man eine Wii hat. Oder wie auch immer. Ich nehme jetzt erstmal drei Folgen auf, um zu gucken, ob das alles funktioniert oder auch nicht. Ne? Weil sonst ärgert man sich, wenn man da ein paar Folgen aufnimmt und dann... Und dann kriegt man immer ein Herz, wenn man wirft. Das ist einfach schön. Dieses Spiel macht Spaß. Sieht wieder... Das ist ein... Ist das jetzt ein Vorgänger? Ich glaube, das ist ein Vorgänger zu Super Mario World. Ja. Ach, da ist er, der Pilz. Dann kriegt man nämlich noch ein Herz dazu. Verstehst du? Klacki. Lucky Kanaki. Entschuldigung. Just what I needed. Wenn man diese Kirschen da aufsammelt, dann kriegt man dann später, glaube ich, auch einen Stern. Irgendwo kommt er denn her. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wenn die so krass. Ja, wenn die gerade so da drüber kommen. So. Ich versuche alle Münzen mitzunehmen. Also gucken wir uns noch zwei oder dreimal um. Hier gibt es keine Zeit. Das freut mich schon mal. Weil ich mag nicht so gerne Spiele, wo da die Zeit. Okay. Was ist jetzt? Ach, da siehst du, da ist der Stern. Genau, den kriegen wir dann, wenn wir diese... Ja, wir gehen jetzt erstmal da rein. Oder gibt es hier noch eine Münze? Nö, okay. Naja, dann haben wir den Stern jetzt einfach... ja. Gut. So, da die Münze aufnehmen. Schreiben wir hier mal ab bei dem Whistleboy Advance, kann man das? Okay, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht braucht man eine Bombe dafür oder so. Nein. Und Schnitt. Nee, kein Schnitt, aber... wenn man das zur Verfügung hat, sollte man das doch... Und... Scheiß. Scheißen Dreck. Okay. Wieso stirbt man denn? Fällt doch eigentlich nur da runter. Ja. Here I go. Oder here I come. Nochmal. 3%. Ach so. Das ist ja famos. Just here I go. Oder so. Kommt man da jetzt so hoch oder muss man da verspringen? Das war blöd, ja, das gebe ich zu. So muss man das machen, damit er dann da platzt, kaputt geht. So, weg damit. Vielleicht hätte ich ihn mitnehmen sollen. Bin mir nicht ganz sicher. Achso, so kommen wir direkt zu dem Boss dahin. Aber da, so, ne, seht ihr da? Aber wir wollen ja da nicht sehen, Dreck. Denn wir wollen ja noch die Münzen da sammeln. Achso. So, gehen wir mal weg. Ich hoffe, man wird nicht getroffen. Ja. Jetzt müssen wir aufpassen, bis der da vorbeiläuft. Weil die ganzen
Gegner kann man nicht einfach mit draufspringen töten. Hier in dem Spiel. Jetzt haben wir uns selber getötet. Ja, am Arsch, ne? Geschnitten. Nein, nicht geschnitten. Einfach wiedergeholt. Ich weiß, das machen wir normalerweise nicht. Das machen wir jetzt nur in der ersten Welt. Falls mal so doof. Jo. Okay. Ja. Da haben wir uns wieder selber getötet. Noch einmal. Ich weiß, wir haben sechs Leben, aber das kann doch nicht wahr sein, du. Der wechselt immer die. Wir mussten sie hier töten. Funktioniert das? Ja, ich bin immer ein bisschen angestrengt, wenn ich da springe, weil ich immer mitspringe. Ja, der macht kleine Häufchen jetzt. Deck da. Schade. Ich hätte mich jetzt gefreut, der wäre kaputt gegangen, aber hier kommt er ja nicht runter, ne? Ja, ich stelle mich schon ein bisschen doof an, ne? Bin schon 6 Minuten im Level. Aber war da eigentlich eine Münze? Ist das eigentlich nötig, dass wir da drin waren, oder? So, kommen wir noch mal. Okay. Ach nein, das war ja ein extra Ausgang zum Boss direkt hin. Ja, okay. Dann kann man das getrost auslassen. Das wollen wir ja nicht. Ja, ist gut. Also müssen wir jetzt nicht nach rechts gehen, sondern wir gehen. Ne, wir gehen nach. Wir müssen nicht nach links, wir müssen nach rechts. So rum. So rum wird ein Schuh draus. Lass mal den Dreck mal hier fallen. I don't know. Okay, gar nichts. Nur ein paar Münzen. Die in dem Spiel irgendwie nichts bedeuten. Ach so. Kann man den da abwerfen? Ja. So. Ding, 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 ding. Dann, dann, dann. Jetzt geht's einfach mal nach oben. Hoffentlich finden wir dann noch die anderen Münzen. Das mit dem Scrollen, das geht mir selber auf die Nerven, aber da kann ich leider nichts dafür. Das ist jetzt so. Ja. Einmal hier rein und dann. Ja, das erleichtert das Hochkommen. Du. Werfen wir also mal hier hin. Da ist er. Gut. Das ist das Einzige, was zeitlich begrenzt ist. Ja, haben wir es ja gerade noch so geschafft. Wie keine Punkte bekommen. Das finde ich aber ein bisschen unfair. Jetzt einmal runter, dann nehmen wir den Dreck hier mal hoch. Nehmen wir ihn wieder hoch und zum Glück sind wir nicht klein, denn wir haben ja noch 2 Herzen. Die können wir nämlich noch gebrauchen. Und auf die Ja, ich bin voll im Spiel drin, man merkt's. Ha! Es kommen diese Leuchtkäfer und auf diese Gesichter kann man sich dann draufstellen. Das hört sich böse an, aber das ist leider so. Ja, was soll das? Vielleicht geht das ja auch so.
Ja, okay. Jetzt müssen wir einfach nur noch mal hoch. Das ist einfach nur mal, wenn man so klein ist jetzt, wenn ich jetzt noch mal eins verlieren würde, dann wird man ja automatisch klitzeklein hier. Hier gibt es ja noch Herzchen. So, jetzt kann man hier hoch klettern. Ach so, muss trotz. Das ist immer diese Scheiße mit den Kameraführungen, die dir dann einen Strich durch die Rechnung macht und du nochmal hier hochlaufen musst. Und das macht mir dann keinen Spaß. Nee, das ist ich bescheuert. Ja, das ist ja nicht so schlau. Das ist echt scheiße, denn das macht keinen Spaß. Wir sind noch immer in Level 1.1. Das macht Spaß, ja, das ist einfach wunderbar, das kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich hoffe, wir kriegen hier. Natürlich, das ist doch wunderbar. Dann klettern wir mal hoch hier, ohne Zeit. Denn wie hier kommen wir direkt. Ja, komm runter! Da kann man nicht hoch, okay, gut, sehr gut, finde ich geil. Denn wir. Ja. Here I come. Nochmal. Wo kommen wir jetzt wieder raus? Okay, gut. Ich hätte jetzt gerne doch so ein Herz da oben. Dann speichern wir hier mal. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Herz. Dann jetzt kommen wir direkt zum Boss, der da heißt. Aha. Ja. Wir müssen auf diese Zäpfchen, die sie da ausspuckt, drauf. Noch ist es einfach, ist ja das erste Level, aber anscheinend gibt es hier direkt in jedem Level so ein Rosetta Stone oder wie die heißt. Komm her. Ich habe zwar noch kein. Ich erinnere mich daran, sagt sie. Okay. I remember that. Will immer mal gucken, was da in der Pflanze ist. Okay, hier hätte man es nochmal groß machen können. Na, okay. Prego. Fantastico. Vielleicht finden wir ja nochmal das nächste. Oh. Haben wir Glück, haben wir Glück, haben wir. Ne. Leider nein, leider gar nicht. Okay, gut. Gut. Dass man nur zwei Münzen hatten, das freut mich schon mal. So, jetzt kamen wir direkt da aus dem Schlund wieder raus. Und haben hier diese komischen Piepmütze. Ich frage mich, wieso. Mir ist noch nicht bewusst. So, jetzt müssen wir den genau abpassen da. Denn wir müssen hier rüber und da ausweichen und die erste Münze mitnehmen. Und jetzt sind wir schon drüben und jetzt können wir. Geh doch mal weg und lass mich einfach nur in Ruhe. Und da haben wir auch schon den ersten Pilz, das ist ja wunderbar. Ja, einfach nur super. So. Da oben komme ich nicht dran, nein, das habe ich nicht hin. Das kann ich nicht schaffen, nein, das ist nicht gut. Scheiße, und wir kommen nicht. Ach, hier kommen wir nicht. Doch, hier kommen wir auch rein. So, jetzt werden die Gesichter da wild. Und jetzt gehen wir mal raus wieder hier. Ja, ist es denn die Möglichkeit? So, weg hier. Just what I needed, ja. Lucky. So. Schade, dass wir so weit davon weg sind. Scheiße. Okay, gut. So, ein Bömmchen dahin. So, er macht jetzt gerade mal ein Häufchen. Juhu! Und hat sich gefreut, dass er so einen großen Haufen gemacht hat. So, jetzt müssen wir. Oh no! Prego, mamma mia, was machst du denn? So. So. So, du kleiner. Hosenmatz, jetzt geh mal darüber und lass mich mal in Ruhe. Denn wir sind. Ja. Sehr geil. Sehr geile Bombe.
Haben wir ja auch vielleicht noch was anderes außer einer Bombe? Nee, leider nein, leider gar nicht. Ist nicht drin. Ah, da. Okay, vielleicht finden wir ja hier nochmal ein Pilzchen. Nö, das ist nicht so. Nee, dann, das kann man nicht so machen, nein. Ist da unten? Ja, da kann man. Okay, das ist wunderbar. So, hier sind so eine Springteufel. Da haben wir aber eine Münze. Wir haben eine Münze übersehen. Da gucken wir mal, wo die ist. Kann man hier nochmal rausgehen, oder? Wollen wir die denn nicht... Ich weiß es nicht ganz... Ja. Mamma mia. Ja. Here I come. Here I go. So, hier haben wir jetzt gespeichert. Hier waren wir letztes Mal rausgegangen. Immer letztes Mal rausgegangen. Oder gerade eben. Junge, geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Du hässlicher kleiner Kopf. So, du Arsch. Her damit. Jetzt kommt wieder das Elfchen. Oh no. So. Das war nichts. Nein, nein, das war nur Scheiße. Okay. Dann können wir hier wieder rausgehen. Denn da war nix. Da sind wieder die tieffliegenden Äffchen. Wo? Kann man das Level nochmal ganz von vorne machen? Wir gehen, nimm mal Luigi. Der kann besonders gut springen. Kennen wir ja auch schon aus Super Mario World, ne? Ja, ja, komm. Piece of the cake. Dann gehen wir hier mal rein. Oder geht das nicht? Ne, da geht nicht. Es ist scheiße. Prego. It's a B, Mario. Was schon das? Wo ist denn der scheiß Pilz hier? Ist das denn die Milch? Gehen wir mal hier rein, mal gucken. Vielleicht haben wir hier... Oh, Level Up. Ja, ist das nicht wunderschön? Können wir denn hier keine Bombe mitnehmen? Ja, okay, das... Ja. Hat sich jetzt nichts geändert? So, dann gehen wir mal hier raus wieder. Da weiß ich leider nicht, das kann ich nicht tun. Dann muss ich nochmal später hier reingucken. Oder müssen wir nochmal hier später reingucken. Gut, hier kann man nichts abstauben. Denn wir haben den Schlüssel ja schon gemobst. Gut, dann gehen wir mal weiter und dann gucke ich nochmal nebenbei, dass man die letzte, da die eine Münze da bin, ne? So, weg damit. Klacki. Here I go again. Das müssen wir aufpassen, wegen der Bombe, die wir selber da... Oh. Ja, das ist schon heikel, so. Doofkopf. So. Ja. So. Ist noch hier der letzte. Das war nix. Haben wir uns selber getötet. Jo. So, nochmal. Haben wir hier noch vielleicht eine Bombe? Nee, natürlich nicht. Gut, dann müssen wir hier nochmal rausgehen, sonst kriegen wir keine Bömchen. Ich weiß, ich stelle mich hier besonders doof an, aber ich kenn die Level nicht so. Mamma mia! Ist es denn die Möglichkeit, oder was? Pipi papi, pipi papi pupi, papi pipi. Here I go, Lucky. Fuck you. Oh no. Ist denn jetzt ruckelt er da ein bisschen? Klacki. Kiki kaki. So, ist jetzt. Der Mario kann besser werfen. Und der wird auch nicht so schnell getroffen. Wie sein Kumpels.
Mamma mia! Bibidi Bappi! Ja, Mario, wir haben noch 3 Level. Ich hoffe, dass man nicht wieder von vorne... Aber dann sage ich erstmal... Kommt er jetzt mit... Kommt, ja, der kommt. So, machen wir mal 2 Sekündchen mehr, so. Ja. Du mich auch. So, jetzt lass mich mal kurz in Ruhe, so. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen bis hierhin. Wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao.